Hallo ihr Lieben, hier ist Cassie und ihr seht das Making-of zu Willst du mit mir gehen? Unser neues Video. Regie Joseph Vicaire, Kamera und Licht Danny Frede und ich hatte ein wahnsinnig tolles Team mit ganz vielen Leuten aus dem Kölner Kleinkunstbereich. Einige kennt ihr davon vielleicht und wir hatten einen riesigen Spaß. Wir haben in einer Werbeagentur in Köln gedreht an einem Tag und hier seht ihr das Ergebnis. Ein tolles Making-of. Viel Spaß damit. Natürlich. Willst du mit mir gehen? Ist ja ein Song, der ja, symbolisiert quasi die Vergangenheit, da es früher so viel einfacher war, als man noch so kleine Briefchen geschrieben hat und man hatte nicht so im Internet so rumgewuselt und gesucht und so. Und hat man einfach ein Briefchen geschrieben und gesagt, so ist es hier, du, wie sieht's aus? Und hat man direkt eine Antwort bekommen oder manchmal auch nicht. Aber das ist der Inhalt dieses Songs und ja, wir drehen hier heute das Video mit ganz tollen Darstellern, quasi die Riege. Der Kölner Kleinkunstszene ist hier vertreten. Thorsten Schlosser gehört nicht. Doch, ja. Er auch. Und wir haben uns extra schön bunt angezogen, wie ihr seht da draußen. Und ja, jetzt geht's weiter. Cassie, was ist denn deine Rolle? Meine Rolle, also ich bin die neue süße Maus, die in der Agentur jetzt neuerdings ist. In dieser Werbeagentur, wo wir das hier drehen. Und das ist meine Rolle und ich werde quasi die Leute in diesem Video etwas überraschen. Okay? So, also erzähl mal, du hast den Song geschrieben und du bist ja, aber heute so. Der Paketbote. Ich bin der Paketbote. Und und ich bringe einen Brief. Du bringst einen Brief an Frau Scholten. Zur Chefin, zur strengen Chefin. Zur Chefin, genau. Ja. Als DHL-Bote und aus diesem Brief, aus diesem Kuvert wird man einen Zettel ziehen, worauf steht, willst du mit mir gehen? Ach, schön. Die Songs von Cassie Carrington sind manchmal sehr, sehr, sehr vertrackt und auch schwierig zu verstehen. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, worum es geht, aber das ist meine Rolle. Ich muss also nicht viel tun. Es ist ein Story-Video. Ach so, ja, ich freue mich sehr, dass ich hier heute bei diesem Andrea Berg Videoclip dabei sein kann. Weil ich verspreche mir natürlich was davon. Karriere-Schuh. Gerd, gefällt es dir auch? Ist es Kunst? Es ist Kunst. Es ist hohe Kunst. Es ist gewagte Kunst. Es ist richtungsweisend. Es wird ein Meisterwerk, ja. Bin ich sehr sicher. Ich habe nur ein Wort für das Kunstwerk von Cassie Carrington. Donnerwetter. Und wie ist bei dir die Stimmung? Wie ist bei euch die Stimmung? Wie ist es bislang? Super. Ja, es sind Pilze und Wasser. Wasser und Brot im Prinzip, ja? Frau Scholten, was ist Ihre Rolle? Auch. Was ist Ihre Rolle? Meine Rolle? Ich bin die Bürochefin. Und wie ist Ihre Stimmung? Meine ist jetzt im Moment? Überlegt. Warum? War ganz schön schwer. Ich musste die alle zusammenscheißen und dann war da so eine Mauer der Abweisung. Das fühlt sich schrecklich an. Der Thorsten ist der geile Bürochefin. Wie man hier auch. Ich bin die Bürostute. Die Bürosch? Die sexy, strenge, aber sexy Sekretärin. Oha. Siehst du das? Ja. Ich bin die gutmütige Chefin, ne? Das ist die rollige, strenge Sekretärin, oder? Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja. So, jetzt habe ich aber keine Zeit mehr. Ich habe die Rolle auch nur angenommen wegen Herrn Schlosser, ist klar. Ah, also, ich habe die nur angenommen wegen der Gage. So. Maximilian Hauser, wie ist bei euch die Stimmung? Wie ist die Lage? So gut, wie es da noch sein kann. Ne? Bitte? So gut, wie es nach der Nummer noch sein kann mit der Chefin. Oh, wir haben hier eine Pepsi im Start, wir haben hier ganz viel Liebe im Raum. Das ist doch hier wundervoll. So, was sind denn eure Rollen? Was ist deine Rolle außer? Ich bin eine Büromaus. Eine Büromaus. Oh, es geht weiter. Dann werden wir nachher weitermachen. So. Wie läuft es denn? Läuft super. Wir haben einen Kameramann, der wirklich total viel Ahnung hat, schnell ist. Und machen alles sehr gern für Cassie Carrington. Wir lieben sie, ja. Das bin ich. Wir lieben sie, ja. Cassie Carrington. Und wir geben alles, damit dieses Video wirklich wunderschön wird. Und ich trage auch ein bisschen dazu bei und freue mich, dass sie dabei sind. Wunderbar. Was ist denn, du spielst auch mit, ne? Oder? Ich spiele mit, ich mach ein bisschen Regiearbeit mit dem Kameramann zusammen, dass die Szenen knapp und lustig sind. Was ist denn deine Rolle im Video? Im Video spiele ich erstmal den extrovertierten, erfahrenen Mitarbeiter, der eigentlich so gut wie nie im Bild ist. Weil er so erfahren ist und weiß, wo er sich befindet. Ich muss gar nicht so in den Schatten. Darf ich ganz kurz stören? Hier ist deine Lampenfassung. Ach, danke schön. So läuft das. So, Cassie hatte kurz ihre Fassung verloren. Da ist sie wieder. Ja, sie wieder. Die Fassung wieder gefunden. Ja, jetzt hat sie endlich die Fassung. Gut. Ich mache das Making-of. Ach, Sie machen das Making-of. Wie läuft ihr? Sie, hallo. Ich bin bisher sehr zufrieden. Ja. Also wir haben jetzt schon etwa 12 Stunden gedreht und haben auch fast eine Szene fertig.
Das ist gut, ne? Wir liegen gut in der Zeit. Wir liegen hervorragend in der Zeit. Ich denke, Ostern 2017 werden wir das Video zum Schneiden freigeben. Wird ja auch nur ein Kurzfilm, das ist ja ein kleiner Clip. Wenn es jetzt Feature wäre, wäre es ja schlimmer. 27 Minuten für Musik, finde ich adäquat. Finde ich gut. Ja. Angemessen für Cassie Karen. Ja, ich muss leider weiter. Ja. Dann. Nochmal. Und jetzt Hildegard, los!